Hallo zusammen, schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ja, nach 2 Jahren Pause startet am 1. Mai endlich wieder in Homburg der Steinbruchlauf. Die Walker machen sich schon langsam bereit. Ich habe meine Startunterlagen schon abgeholt. Ihr seht das Intro und dann geht's weiter. Auf die Plätze, fertig, Gerd Jesus! Und was sage ich, man sieht immer die gleichen Gesichter. Man trifft sich immer wieder. Genau, endlich geht's mal wieder los hier. So Wettkampfluft schnuppern. Du hast ja schon letzte Woche. Ich durfte letzte Woche schon in Liebenburg. Das wurde mir verwehrt, weil ich im Urlaub war, was auch nicht so weiter tragisch war. Aber heute steht für mich der erste Wettkampf endlich dieses Jahr an. Wir freuen uns alle. Ja. Los, Jörg, geht's. Wir sehen uns nachher am Start. Auf jeden Fall. Geht los. 4, 3, 2, 1. Unser Sportfreund, der zieht heute ganz schön durch. Ja. Ich glaube, der will heute mal. Der will gewinnen. Der will heute mal aufs Podium kommen, haben wir das Gefühl, so wie der Anruf kriegt. Wo ist Stefan? Scheißberg Nummer 1 von 2. Ja, wie heißt der Berg? Scheißberg. Schön, dass wir es geschafft haben. Scheiße, wir müssen das Ganze nochmal. Ja. Los geht's. Den letzten Berg haben wir geschafft. Wir sind auch schon freundlicherweise darauf hingewiesen worden, dass wir Kaffeeklatsch zu Hause machen sollen und nicht auf der Laufstrecke. Ja, ja. Das ist unsportlich, wenn man sich unterhält oder wie. Ja, keine Ahnung. Der soll erstmal selber die Zähne laufen, genau. Selber nebenbei filmen und wenn er dann noch quatschen kann, dann kann er gerne mitlaufen. Thank you.
Stefan! Ah. Sehr geil! Glückwunsch! So, alle wieder im Ziel. Jawohl, geschafft. Geschafft. René hat es auf dem dritten geschafft. Bis jetzt, jawohl. Bis jetzt. Mal schauen, was, ob er auf dem Treppchen steht am Ende. Genau. Stefan, ja, hat Jürgen. Spaß gemacht. Wir sind so ein bisschen zusammengerannt, genau. Heute mal. Es war ungeplant, aber nee, war umso schön. Besser war es. Halt das gleiche Tempo. Genau. Endlich wieder Wettkampf. Genau, endlich wieder. Schön. Endlich wieder Startlinie. Geil. Es war und Jubel! So, René, der übertreibt hier gleich. Der hat einmal hier in der Altersklasse den ersten belegt und in der Gesamtwertung noch den dritten. Da kann man mit drei Pokalen nach Hause gehen, mit zwei Pokalen nach Hause gehen. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. So, das war der 23. Hoburger Steinbruchlauf. Das war's von mir diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den doch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.